Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Ja, wir sind jetzt wo ganz woanders. Wir sind wieder in der Logistik. Und das Problem ist, ich habe letztes Mal ja mit der Uhren-Ding da, also eine Frage der Zeit angefangen. Und genau, dann habe ich ja 5 Minuten oder so die neue Aufnahme gemacht. Also quasi bin da in der Gegend rumgestapft und dann ist mein PC irgendwie abgekratzt. Und ja, jetzt bin ich wieder hier gestartet. Oder habe ich, ja. Und genau, da wo unser netter Kumpel ist oder lag. Echt jetzt, das passiert jetzt zum dritten Mal. Ich kotze im Strahl. Oh, ja, super. Das ist wirklich echt krass nervig. Das ist richtig krass nervig. Wenn man einmal rausgeht, dann und wieder rein und dann alles wieder spawnt, das ist halt, ganz ehrlich, da haben die Entwickler etwas krass falsch gemacht, ganz ehrlich. Gut, also, hier lag ja unser Dude und der ist jetzt weg. Das Problem ist, der Kordel-Eingang ist jetzt auch weg. Das heißt, ich komme jetzt nicht wirklich darüber, also Richtung da. Weil das haben wir ja über die Kordel gemacht. Ja, das heißt, ich werde jetzt versuchen, über das Sicherheitsbüro rüberzukommen. Mal schauen, ob das klappt. Könnte auch sein, dass ich gerade voll Brain AFK bin und wir so oder so über das Sicherheitsbüro gegangen sind. Aber ich glaube nicht. So, weil daran kann ich mich nicht erinnern. So, Wall of Honor. Wer ist denn da? Tanya Lanchester, Samuel Anderson, Arnold Hutton. Anne Lethin. Sind das die Entwickler? In memory of the heroic agents who gave their lives. Achso, das sind die. Okay. Aber haben die sich da vielleicht Medical Wing? Haben die der sich da vielleicht verewigt? Could be. Nee, hier war ich noch nicht. Bam. Bums. Da kann ich jetzt nicht durch, okay. Krankenflügel. Ah. Ah, das ist in Ordnung. Also, wenn die neu da sind, okay. Aber cool. Bei 6 kommen wir noch nicht durch. Nice. Wir mussten gar nichts machen. So. Dann schauen wir mal hier rein. Ah, ich habe ein Echo bekommen, das ist sehr gut. Wo geht's dahin? Ah, wieder zurück. Ah. Shelter. Nice. Ah, noch ein Echo. Das ist super.
So, dann wollen wir mal schauen, wo es da weitergeht. Erstmal ein Shelter. Und vielleicht noch ein Echo. Wir brauchen viele Echos. Entfernter Gedanke ist auch ganz nett. Security. Bei 6 kommen wir noch nicht rein. Oh, da ist noch eine. Oh, da ist, sind, oh, da sind noch ein paar. Das sind 4 insgesamt. Ha, okay. Solange die nicht hier reinkommen. Die wissen doch sicher nicht, wie man Türen aufmacht. Die wissen, wie man Türen aufmacht. Noch einer? Nee, da komme ich nicht durch. Hallo, Dude. Alter, ich habe halt 3 erschossen mit einem Streich hier. Ah, da kommt der nächste. Noch einer. Da kommt noch einer. Sind es immer noch nicht hier alle? Alter, der will mich doch verarschen, oder? Naja, okay. Dann schauen wir mal hier. Fungus Antopie. Antopie. An Autopsie. Ah, okay. Der Tote war ein Jahre alter ohne wesentliche medizinische Vorgeschichte. Subjekt wurde nach Entdeckung. Nee, Entdecken im aktiven Grenzbereich eingeliefert und befand sich in einem frühen Zustand der Verwesung, die ihren Aussehen nach charakteristisch Fungus. Also fungusbasiert ist. Fungusbasiert. Bei der Autopsie zeigte sich die Pleuralhöhle komplett mit Fungus gefüllt. Das ist Pleuralhöhle. Höhle. Das Ausmaß war so groß, dass das medizinische Personal Schutzanzüge anziehen musste. Ein Eingriff wurde zusätzlich behindert durch die hohe Körpertemperatur des Verstorbenen und die sich wellenden Oberkörpermuskeln, die wahrscheinlich aber nicht nachweisbar durch eingeschlossene Gase verursacht wurde. Lecker. Proben wurden auch von Dr. Hill angefordert. Gewebeprobe wurde erfolgreich entnommen, allerdings muss ihr schnelles Zersetzen außerhalb des Wirtskörpers festgehalten werden. Todesursache: Fungusaufnahme. Delicious. So, hier sind ein paar Sachen. Geil. Nice. Oh. Wo war der da hinten? Wo war der? Ich mach mal eine Mauer. Nee, hier war er nicht. Hier war er nicht. Hier war er nicht. Hier war er nicht. Ich sehe es nicht.
Aber die Musik sagt ja auch, dass das er noch da ist. Ah, wo? Hä? Wow! Gott! Oh Mann! Meine Güte! Ja, dann komm mal her! Der hat mich doch nicht getroffen. Oh, wir werden später zu so einer Witzfigur hier. So. Was ist das ekelhaft, überall diese Pilze. So, dann wollen wir mal weitergehen. Sicherheitsbüro. Wieder einen Gedanken. So, Security und eine Panoptikon. Wird es dann gleich wieder zu einem Bitchfight kommen hier. Wie, hier ist nichts. Das ist ein gelber Bereich. Krankenflügel, da waren wir gerade. Genau, da unten geht es wahrscheinlich wieder zu. Zu den Sicherheitsschleusen, wo wir vorhin waren. Important. Feels important. An was für eine Version? Anurgens Version. Do not wipe. This is a warning. Black, also zuerst schwarze Pyramide, also erst hat gesehen, schwarze Pyramide, the board, das Triplane, dann eine rote Pyramide appeared underneath. What's that? I feel scary. Bad news. Morrow. Okay. Okay, das hat er zuerst gesehen, dann als zweites, they moved, to be on top of each other, like elevator lights, going up, is this a selector elevator, then they connected, docked, oh shit, oh no shit, geil. Jetzt Hourglass. Ah, okay. Also es sieht jetzt, also genau, also zuerst sind die separat, dann gehen sie übereinander und dann docken die sich zusammen. A Doomsday Lock, also Clock. It's started vanish widely. The sand is leaking down. Oh no, feel terrible. Dann, now it's all down in the red on the top. Also die haben jetzt Platz getauscht. This can't happen. We must stop this from happening. Dann the rule versus now. Nee, they rule us now. Woke up screaming. It's a warning. Ah, das rote ist dann wahrscheinlich der Hiss, oder? Das Hiss. Und die schwarze Pyramide ist ja der Rat.
Und der hat davon geträumt, dass der Rat quasi übernommen wird von dem Hiss. Also von den Zischen. So. Oh Mann, da komme ich auch nicht durch. Das ist doch Kacke. Ich habe noch nicht den Sechser, oder? Nee, ich habe den Fünfer, soweit ich weiß. Oder warte, ja, genau. Den Sechser habe ich noch nicht. August 1964. Wir fanden das älteste Haus. Beim Erforschen eines vermutlich gewandelten Weltereignisses in einigen New Yorker U-Bahn-Tunneln. Die Agenten fanden den Weg hinein ins Gebäude. Sobald wir es bemerkten, war es da. Für alle anderen blieb es gut sichtbar versteckt. Ein flirrenblinder Fleck, der nicht gesehen werden wollte. Es ist ein Ort der Macht. Ein fortlaufendes eigenes AWE, scheinbar innerhalb seiner physischen Form gefangen und doch ständig die Grenzen unserer Realität überwindend. Instabil, wandelbar. Hinweis: Für weitere Details zu Kontrollpunkten sowie Forschung und Wegen zur Stabilisierung und Sicherung der Kernsektoren gibt es eine eigene Präsentation. Nach intensiver Forschung und Untersuchungen wurde das Haus zum Hauptquartier der Behörde. Am 13.11.1968. Das Federal Bureau of Control war nie öffentlich aktiv. Es war immer ein getarntes, streng geheimes Unternehmen. Umso verblüffter waren wir, als die blickgeschützten Aspekte des Gebäudes begannen, sich schleichend auf die gesamte Behörde auszuwirken. Oh, das ist so cringy immer. Oh, voll lustig. Ach so, das war jetzt das. Wir fanden das älteste Haus beim Erforschen eines vermutlich gewandelten Okay. Ereignisses in einigen New Yorker U-Bahn-Tunneln. Die Agenten fanden Immer diese Assistenten von ihr, wie die so total natürlich und Für alle anderen blieb es gut sichtbar so versteckt. grinsen. So, wo müssen wir jetzt hin? Ah, erstmal darunter und dann erstmal rumschlachten. Rumkämpfen. P6 ist der Code der Behörde für Dylan. Seine Zelle wurde geöffnet. Hat das Zischen ihn gefunden? Bist du bei ihm? Kannst du ihn schützen? Hier geht's zu P6. Wahrscheinlich ist er dann Richtung da. Genau, ist dann P6. Aber das will ich noch nicht machen, ehrlich gesagt. Ich gehe mal kurz nochmal runter. Will da rein. So, dann hole ich mir mal das da. Persönliche Ding ist voll. Dann verkaufe ich mal die ganzen Energie plus 11, Schleuderkosten minus 17, Fluchtkosten minus 18, das brauche ich nicht. Was ist das? Schildstärke plus 50. Energiekosten, Schleuderenergiekosten, Schildstärke habe ich was Besseres. Minus 12.
Leben 2020. Das Leben behalte ich mal. Ja, das verkaufe ich. Energie, Kosten, Flucht. Schleuder minus 11, minus 10. Leben 24. Flucht. Energie plus 7%, das ist nichts. Plus 20. Energieregeneration. Ja. Leben 20. Ja, aber so, das muss erstmal passen. Beschleunigtes Übernehmen haben wir jetzt nochmal. Okay, jetzt da vorne. Und dann hier sofort. Das ist hier drüber ist das. Warte, dann muss ich mal schauen, ob ich. Warte, war ich hier drin schon? Nein, war ich noch nicht. Sehr schön. So, das war eine gute Box. Oh nee, oder? Das ist das da. Wenn ich hier durchkomme, dann. Oh, das ist doch doof. Ah, hier ist noch was. Globus-Prozedere. Hey, hier. Kein besonderes Prozedere nötig, allerdings sollte der Kontakt in Maßen erfolgen, da einige Personen nach einer Berührung von Orientierungslosigkeit berichteten. Objekt ist handgefertigt, eingelassen in dunkles Holz. Das Objekt selbst ist lackiert, handbemalt und dreht sich frei in allen Achsen. Während Kontinente und Meere eindeutig der Erde zuzuweisen sind, haben gründliche Untersuchungen ergeben, dass er eine Vielzahl der abgebildeten sowie andere zusätzliche geografischen Gegebenheiten nicht auf unseren Planeten existieren. Auf einer dieser Inseln wurde eine Stadt namens Tanrelio markiert. Der Hersteller hat keine Signaturen hinterlassen. Physischer Kontakt mit dem Objekt erzeugt ein Schwindelgefühl sowie Orientierungslosigkeit, wobei einige auch von einem gewissen ungewohnten Gefühl in Bezug auf ihre Umgebung sprechen. Diese Wirkung scheint sich durch längere. Die Maus ist gerade runtergefallen. durch längeren Kontakt nur zu intensivieren und gipfelt in Antriebslosigkeit sowie Depression bei Personen, die mit dem Objekt in Kontakt waren, kam es zum Selbstmord. Okay, ich hoffe, die Zahl ist ausgeschrieben, weil sonst wäre es eine sehr lange Zahl. So. Okay, es sieht gerade echt so danach aus, dass ich nicht darüber kann. Genau, hier geht's. Genau. Hier geht's nicht rüber. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich jetzt die Kordel finden kann. Aber gut, dann fangen wir mal hier an. Oder? Ja, komm. Dylan! Ja. Okay. Gut, da hat jemand geschrien. Oh! Ach, wie geil ist das denn? Wie cool ist das denn? Da will ich nicht rein. Warte mal. Ich mach mal kurz Audio. Bisschen lauter. So. Ich hab's halt heruntergedreht, weil die Schüsse dann immer so laut sind.
Okay, hier ist es richtig rum. Okay. Jetzt das Letzte, was muss ich da machen? Ja, das umdrehen. Und jetzt geht wahrscheinlich das blutverschmierte Ding auf. Nee, doch nicht. Ah, okay, das war easy. Ja, gut. Also gut. Also gut. Finde Dylan. Es ist lange her, seit ich Dylan zuletzt gesehen habe. Ich habe mich gefragt, was für ein Mann er wohl werden würde. War das alles für ihn genauso hart wie für mich? Hier drin war es vielleicht sogar noch härter. Na, könnte sehr gut sein. Ich meine, mit den tollen Kinderfilmen, die so krass Psycho sind. Watch is dead. Warte, ich mach mal. Ah, hier doch Missionen. Mach ich mal jetzt das da. Oh, hallo. Kann ich irgendwie helfen? Ich bin Jessie, die neue Direktorin. Ich muss da rein. Neue Direktorin? Aha, ah, gut. Okay, hallo. Ich bin Frederick Langston, Leiter des Panoptikons. Das ist gerade keine gute Zeit für eine Tour. Zischer überall, viele Zellen aufgebrochen, Systemausfälle links und rechts. Aber gut, Sie sind die Direktorin. Also gehen wir. Das von Zachariah Trench gegründete Panoptikon ist unser topmodernes Lager für alle gewandelten Objekte. Dafür Objekte haben wir keine der Macht Zeit. Und mir wurde gesagt, Dylan Faden ist hier. Können Sie mir helfen, ihn zu finden? Faden. Klar. Darling wollte ihn sicher und isoliert haben. Weg von anderen Leuten. Er ist in einer Hochsicherheitszelle oben. Aber wir haben gerade ein dringendes Problem, Ma'am. Ein freies Objekt der Macht sorgt da drinnen für Chaos. Der Benikov-Fernseher. Der Hammer, das Ding. Salvador ist mit einem Team rein, aber wir haben seit Stunden nichts von ihnen gehört. Das ist ein Kategorie 5 ODM. Und wenn wir es nicht bald eindämmen, wird es das Panoptikon zerstören. Und wir wollen nicht, dass diese gewandelten Objekte freikommen. Glauben Sie mir. Dylan ist da drin. Öffnen Sie die Tür, Langston. Ich kümmere mich darum. Wenn Sie es sagen. Normalerweise sage ich Neuen, sie sollen nichts anfassen. Also, bitte. Hier, ich öffne die Tür für Sie. Und bitte, Ma'am, nennen Sie mich Fred. Danke, Langston. okay. The Sudden Stop kommt heute ins Kino. Wegen dem hier versäume ich einen Alex Casey-Film. Gut. Das Panoptikum. Bam. Der ist in der Nähe. Aber das Objekt der Macht könnte alles zerstören, bevor ich ihn finde. Dann nehme ich mal den Kontrollpunkt ein. Aber der ist zufälligerweise nicht versaut, sag ich mal. Gut. Auf jeden Fall. Ja, das mit Dylan machen wir dann nächste Runde. Und genau, das mit den Medic machen wir dann, sobald ich da wieder zu den Uhren komme. Naja, gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.